No problem. You just have to be strong. That's what people expect. Willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Wir sind unterwegs mit Jackie. Mimi? Yeah, she OD'd years ago now. I mean, after we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country, but the hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, once she started. Oh, man. And it was Dog Eyes that got her into it? Yep. Fucking Dog Eyes. You gonna tell Winston? No. You? Shit, Wade. Winston's the boss, but when we were kids, you were the only person who was nice to me. You were my best friend, man. That means more than a boss, you know? Joey Kwan sells pirate DVDs. Let's start with him. Okay, hier drüben hätten wir unseren ersten Mann, Joey. Mach mir keinen Ärger. We work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course, no problem. Hey, sexy man, you want new clothes? Guter Junge. Ja, hier auf dem Markt kann man jede Menge Zeug kaufen. Nahrung, Getränke, Kleidung. Müssen wir später mal schauen. No, this is gonna piss Dog Eyes off. At some point, Winston and Dog Eyes are gonna clash, man. It's going to be epic! Winston versus Dog Eyes! Just like the movies, man. Hey, you wanna do the talking? We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he is in charge here. We're here to clarify that. What, you wanna be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Schwerer Fehler, mein Freund. Schwerer Fehler. Na gut, dann schnappen wir uns mal den hier und zeigen ihm mal, wie man telefoniert. Zu spät. Immer muss man erst jemanden aufs Maul geben. I'm glad I can make you see reason. Take the money, but Dog Eye won't be happy. Na, warum nicht gleich so? Das nächste Mal mit einem kleinen Lächeln und wir sind alle glücklich. Dude, I think you killed him. Ah, was? Der steht noch. He'll be fine. He'll just have to drink through a straw for a while. Over here. I think this guy's with Dog Eyes. We work for Winston. We need to discuss business. Winston? I don't have any business with Winston. Everyone has business with Winston. You're gonna pay up, you understand? Go tell Winston to stick a back choy up his ass. Hey, fellas! What? Wer hat auf einmal die Schläger? Bats! Na komm her! Oh, Gott! Na, dem zeigen wir mal, wie man recycelt. Oh Gott, Jackie kriegt aufs Maul. Da sollten wir besser mal mit reinspringen. Denn den dürfen wir wahrscheinlich nicht verlieren. Na komm her. Und den nächsten krallen wir uns. Einer steht noch. Na komm. So. So did you have a message for Winston? He's obviously better than Dog Eyes. Please give him this payment from me. Na also, wieso nicht immer gleich? Immer erstmal ein paar Zähne ausschlagen und dann zahlen die Leute. Was kriegen wir hier? Hotdog. Hier ist Hotdog nicht nur Hotdog, sondern wirklich Hund. Na gut, ich nehme einen. Wir sind ein bisschen angeschlagen. So ein Hund im Brötchen wird mir gut tun. Lecker. Einmal Dackel zum Mitnehmen. Danke. Oh, da drüben gibt's Ärger. Ärger ist immer gut. Hallo, Musa, nicht während meiner Schicht. Ich hab einen Hotdog gegessen. Irgendwie wollen die immer auf Jackie drauf. Der Mann hat aber auch so eine provozierende Art. Sehr schön. Na, der da drüben steht noch. Und, komm. Was können wir mit dem machen? Einmal hier. Bats. Weggebrutzelt. Und der nächste. Mann, ich könnte schon wieder einen Hotdog vertragen. Oh, da drüben gibt's ja welche.
Why was he beating you? He was demanding 20 times the normal payment. Maybe he has a drug habit or something. For a small fee, Winston will make sure you don't have trouble with gangsters. That sounds very reasonable. Okay, ich hol mir erstmal so ein Würstchen da drüben. Andererseits, wir dürfen uns ja hier nicht von Jackie entfernen. Na, da drüben ist ja noch ein anderer. Dann gehen wir dahin. People gotta know you're successful. The clothes make the man, huh? Definitely. It's all about the clothes, man. You know how it is. People judge you by how you look. A man who never eats. Serve it up. Na, ich bin wieder da. Nochmal hier so ein Würstchen. Danke. Reingezogen. Wieder vollgeheilt. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir uns hier neue Kleidung besorgen. Flitzen wir mal da drüben hin. Okay, was haben wir hier? Torso, Hosen, Schuhe, Hüte, Ketten, Armketten. Gehen wir mal hier oben rein. Unterhemd. Ah, Moment mal, hier drüben. Wenn wir die Schuhe, die Hose und das Shirt tragen, bekommen wir 5% mehr Nahkampfschaden. Schauen wir mal, ob wir uns das Ganze leisten können. Also einmal hier. Let me ring that up for you. Dann brauchen wir hier die Hosen. Schlägerset. Egal welche. Close die sind here. Ein bisschen teurer, sehen aber auch besser aus als hier die Jogginghosen. Na gut, nehmen wir die hier. Den Arm. Noch ganz unten in der Karriereleiter. Dann hier noch die Drähte. Und jetzt bekommen wir den Bonus. Let me ring that up for you. Ja, hier sieht man's. Was haben wir hier? Bringt uns 0. Ketten können wir noch gar nicht verwenden. Dazu brauchen wir Ansehen Stufe 1. Und wir sind noch bei Stufe 0. Armketten, die können wir uns einfach nicht leisten. Have a nice day. Let's get back to Winston. Why careful? Na, wo müssen wir denn lang? Ich renne einfach mal Jackie nach. That was awesome, man. All this teen. It's like you were born to do this. Hey, Jackie. You want to tell her what's going on? Just keeping an eye on things. Yeah? What'd you see? I tell you what I didn't see. Nothing to be impressed about. I'm watching you, new guy. You fuck up? What? We're gonna throw down? What kind of grade school shit is this, huh? I work my ass off all day, so fuck off and grow up. Jackie! You're coming with me. We got something to take care of. And you! Don't fuck with me. Got to have meat. Makes you strong. Real man. Rice, real meat. Okay, Mission abgeschlossen. Wir bekommen hier einmal die Cop-Punkte. Da haben wir 3 Stück bekommen und dann nochmal die Triaden-Punkte. Cop- und Triaden-Punkte gewähren Ihnen Erfahrung für den Aufstieg in die nächste Stufe. Steigen Sie auf, um neue Upgrades zu kaufen. Na, hier sieht man es ja, wir sind so ein bisschen näher bei Triaden-Erfahrung. Aber beides noch Stufe 0. Dann haben wir hier noch als Belohnung erhalten $800. Okay. Na komm, aus dem Weg, Ladies. Probably, yeah. What is it? Mrs. Chu sent over some lunch, but I haven't paid yet. Can you take this back to the restaurant? All right. You might want to hurry. I heard Dog Guys are sending reinforcement. Reinforcement für ein paar Nudeln hier? Na, hier merkt man, wir sind wirklich noch ganz unten. Jetzt kann ich hier Kurier spielen. Also, wir müssen einmal hier lang rennen, wahrscheinlich wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Flitzen wir besser mal. Na, Moment. Hier runter. Okay, jede Menge neue Gegner. Bats! Na komm, den krallen wir uns mal. Ich habe gerade einen Hotdog wieder gemampft. Ich bin fit. Und den nächsten hinterher. Zack. Also ich muss sagen, hier die Kampfeinlagen, die machen sowas von Laune. Brutzeln wir ihn mal. Okay, der eine da unten, der liegt schon. Na, was können wir mit dir machen, mein kleiner Freund? Oh.
Da kommen noch mehr. Was haben wir eben gerade gemacht? Anzeige aktiv. Ah, wenn wir leuchten, regenerieren wir uns. Gar nicht mal so übel. Gut zu wissen. Den drücken wir hier mal wieder rein. Na, komm her. Und den nächsten. Haben wir hier irgendwelche Möglichkeiten? Ah, eine Telefonzelle. Da fliegt jemand rein. Und zwar du. Okay. Sehr schön. Das waren alle. Jetzt gehen wir hier drüben zum goldenen Koi. Hui, Mann. Wie viele Menschen ich hier für diese eine Nudelsuppe umbringen musste. This is for Susan's lunch. Nur damit Susan hier ihren Lunch kriegt. Gefälligkeit erledigt, Susans Lunch. Und wir bekommen hier wieder $200 und einen Feldbericht für Winston. Theo, are you shitting me? So what'd you do? Nothing, nothing. Say Mutamola. I came straight to you. Didn't want to start anything major but without you knowing, you know? So get this. A couple years ago, this guy Ming came to me and asked me to look out for him while he did business. Special K mostly, but other stuff too. I thought, why not? I take a nice little cut for my boys, no problem. But this week, I send Jackie here to pick up the envelope, and he tells my boy to fuck off. Apparently, he's friends with Dog Eyes now, so we can all go fuck ourselves. You want me to make an example out of Dog Eyes? That home Garton is gonna get what's coming in. Right now, I need someone to take care of me. No! Moyo Gondaisia! Alles klar, wir haben einen neuen Auftrag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und tschüss!